Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ja, ich würde sagen, Musik an. Ich finde das voll gut, dass ich so sagen kann, Musik an, und dann mache ich die Musik an, weiß Bescheid. Ich muss mal ganz kurz. Irgendwie, ich bin der neue Stuhl, den ich hier habe. Das ist so ein altmodischer Holzsessel. Der ist ein bisschen schwer zu handhaben noch. Ich will nicht lang quatschen, ich will gleich mal loslegen. Wir haben ja noch eine ganze Menge zu machen und wir hatten überlegt, dass wir uns natürlich hier erstmal ganz kurz ein bisschen die Axt craften. Das haben wir getan. Und ja. Ich wollte gleich, also ja, wir werden das einfach mal hier weitermachen. Und währenddessen gehe ich mal auf nächstes Thema ein, also nicht nächstes Thema, sondern darauf haben wir schon in der letzten Aufnahme haben wir da schon mal drüber gequatscht. Da wurde ich ein wenig. Oh. Oh. Da hatten wir darüber geredet, dass ich es nicht verstehe oder dass ich ratlos bin, was denn momentan von den Zuschauern gewünscht ist. Ja, bin ich immer noch. Wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt gleich am nächsten Tag, also ihr habt noch nichts dazu geschrieben. Aber ich habe mich zu dem Thema natürlich jetzt noch ein bisschen mehr informiert. Ich habe da mal ein bisschen. Jetzt, also ehrlich gesagt, ich war vorbereitet, ja, also ich muss sagen, ich war gerade vorbereitet und jetzt wollte ich gerade anfangen mit reden und habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe mich zu dem Thema mehr informiert. Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ist ja auch egal. Und dann fällt's wieder ein. Jetzt wichtig ist, fällt's immer wieder ein. So, wir haben natürlich gerade keinen Eimer dabei, gell? Ich bräuchte. Hallo? Ich bräuchte einen Lavasee. Alter, hab ich mich jetzt gerade verjagt. Alter, hab ich mich jetzt gerade verjagt. Mal vorausnehmen, ich wollte gerade Fackeln haben, gell? Genau, Fackeln. Fackeln. Muss man das ablegen ganz kurz. Für alle Zuschauer, die sonst immer sehr gespannt die Let's Plays verfolgen, möchte ich gleich mal ankündigen, falls sich jetzt einige wundern, warum in nächster Zeit vielleicht die ab und an seltsame Folgentitel herauskommen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich momentan ein bisschen rumprobieren möchte, gerade was die Folgentitel angeht. Da möchte ich mich mal ein bisschen ausprobieren. Also nicht wundern, wenn da mal, wenn die Folgentitel einfach mal ein bisschen korpulenter korpulenter beschrieben sind, als ich sonst mache. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das geplant habe. Ich möchte einfach mal ein bisschen was ausprobieren, ob, wie man und so und was weiß ich. Und das ist einfach zum Ausprobieren und ich will da jetzt auch gar nicht lange drüber reden. Das ist einfach, also, nur für die, die schon länger dabei sind, sich wundern, warum die Folgentitel auf einmal vielleicht anders klingen als sonst. Okay, der erste. Und der zweite. Vielleicht merkt man es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Momentan so von diesem YouTube-Dings gepackt, dass ich überreagiere. Ich überventiliere, weißt du? Also so, das ist so eine Mischung zwischen überreagieren und überventilieren. Überventilieren? Gibt das Wort überhaupt? Überventilieren? Ich glaube fast nicht. Ich muss die Musik auf meinem Ohr mal ein bisschen leiser drehen. Ihr hört die zwar nicht so laut, aber ich höre. Mir ist aufgefallen, dass. Dass ich bei der Regulierung der Lautstärke der einzelnen Songs da irgendwie noch ein bisschen mal mich drum kümmern muss. Das ist jetzt nicht so, dass die Musik an sich zu laut ist, aber manche Songs sind dann doch echt ein bisschen laut. Gerade das Dubstep-Lied, das ich so gerne höre, ist im Vergleich zu meiner Stimme, ich glaube in der letzten Aufnahme habe ich das mitbekommen, doch ein bisschen laut. Da muss ich mal gucken, dass ich mich da mal drum kümmere, dass wir da mal was machen. Aber jetzt erstmal hier. Ich habe die Musik diesmal einfach mal ein bisschen leiser nochmal gestellt. Normalerweise habe ich die Musik so zwischen 15 und 20. Wenn man Media Player das macht, ich lasse ja die Musik über Media Player laufen. Da habe ich normalerweise so eine 15 bis 20 Lautstärke drinne. Ich habe es jetzt einfach mal auf 10 gestellt, dann sollte das Problem nicht auftreten. Dann ist es ein bisschen leiser.
Und dann schauen wir mal. So. Im Vordergrund sollte trotzdem immer noch die Stimme sein beim Let's Play. Denn ihr wollt euch ja kein Gameplay anschauen. Ihr wollt euch ja ein Let's Play anschauen. Gameplay wäre dann natürlich nur Musik. Oder mehr Musik. Jetzt muss ich an der Nase mal jucken. Ich bin jetzt gerade sehr traurig um mich selbst, dass ich gerade nicht weiß, von welchem Spiel. Ach klar, The Night of the Rabbit. Ach so. Warum fliegt das eigentlich alles hier unten? Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, von welchem Spiel das ist. Aber ich weiß es ja doch. Es ist mir bloß kurz entfallen. Mit? Die Viecher. Ja. Vergiftung noch mal ein paar Sekunden. Ich gehe da mal runter. Haben wir noch unsere Rüstung? Haben wir noch. Ich gehe da jetzt runter. Und zerstöre den Spawner. Da nehme ich noch das Gold mit. Ich kann nicht singen. Da noch mehr Gold. So, dann hier eine Fackel hin. Dann hier der ganze Spaß abgeklöppelt. Und dann können wir uns erstmal schön Wolle jetzt hier zusammen craften. Das gefällt mir sehr gut. So. Denn auch Spinnenseide ist hart begehrt. Ich habe zum Glück noch eins mit, okay. Wir sollten uns vielleicht dann auch mal, ich würde gerne Behutsamkeitshacke irgendwann mal haben, damit wir solche Spinnenweben, also man muss da jetzt nicht sparen und sagen, okay, ich baue jetzt keine Spinnenweben mehr ab, weil sonst findet man keine mehr. Es gibt ja, mittlerweile gibt es Dungeons ohne Ende. Ich weiß gar nicht, warum die so oft eingeführt haben. Es ist eigentlich so ein Dungeon gar keine Seltenheit mehr. Du ärgerst dich meistens, oh, nicht ärgern, aber das nervt dich meistens sogar, wenn du durch den Dungeon läufst, dann, oh, wieder Minispinnen. Aber naja. Die anderen Dungeons sind selten, aber da ist auch fast geil. Das ist auch geiles Zeug drin. In den End-Dungeons, was man an Rüstung finden kann und so, das ist ziemlich geil. Zumindest was ich da schon mal in Videos gesehen habe. Also ich persönlich habe da noch nie was Tolles drin gefunden. Aber ich habe in Videos gesehen, dass da schon ziemlich geiles Zeug drin sein kann. Ja, leck mir am Sizzle. So. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich meinte, Isse Knissel, das ist ein Zauberspruch. Ja, das, ja. Oh, Edna bricht aus. Bö. So. Ich habe ja auch erfahren, also irgendwie habe ich das auf meinen langwierigen YouTube-Besuchen habe ich erfahren, dass man mit Minecraft 1.8 irgendwie seinen Namen sogar ändern kann im Game. Also ich habe es nicht genau nachgeschaut, ich habe es nur so nebenbei gesehen, aber an sich ist das, wenn das so wäre, ist ja ein geiles Feature. Irgendwie soll das gehen, ich weiß aber nicht wie. Okay, dann tue ich mir hier mal ganz kurz einen Weg durchgraben. Das ist nämlich sehr interessant, dass ich hier da noch runter kann. Ja, das war irgendwie klar. Dann halt nicht, da lassen wir es halt so. Machen wir das halt so. So. Okay, so. Dann hier schon alles ausleuchten. Ich weiß, es liegt nur bei Redstone. Muss man alles mitnehmen. Ja. Hier schon wieder ungewöhnlich viele Spinnen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf ungewöhnlich viele Spinnen treffen. Gold! Cool. In der Tiefe noch Gold, das ist geil. Okay, natürlich alles wieder säuberlich abernten hier. Auch das Holz, gerade das Holz. Die Zäune, ja, die nehme ich einfach noch so mit. Weil, warum verschwenden, wenn da? So. Ach, sieh mal an, hier habe ich mich drüber gebaut. Dann muss ich das mal so lassen, wie es ist. Und dann setze ich da mal das hin. Ich merke mir das schon, dass das mit Absicht eingesetzt ist. Das sieht man ja. So.
Dann hier noch ein Fäckelchen hin. Und dann können wir da nochmal ab. So, und dann kann hier noch das und die Spinnenseite noch weg. Ach, hier, das geht's. Okay. Theoretisch müsste ich mich eigentlich mal, wenn ich jetzt schon so eine Spitzhacke habe, dann müsste ich eigentlich mal den hier machen. Gott, Schaufel meine ich. Weil da hinten kann man, in solchen Höhlen kann man ja sonst was für Diamanten und so finden. Das ist immer ziemlich geil. Deswegen probier ich es jetzt einfach. Und zudem sind die ganzen Flints ja auch nicht unbedingt schlecht. So, schauen wir noch, was wir hier alles finden. Lalalala. Flints, 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 Flints. Nichts Besonderes. Da oben ist, glaube ich, dann nichts mehr an Diamanten. Das ist dann schon zu hoch. Auch hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Schade, ich glaube, wir finden nichts, aber ein Versuch war es ja wert. Bäh. Ich weiß, das ist auch noch eine Kiste, die wir nicht reingeguckt haben. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Ich will mir das gerade zum Schluss aufheben. So, dann nehmen wir die ganze Erde auch noch mit, wenn wir sie abgrabbeln. Und hier haben wir zumindest ein bisschen von dem Zeug gefunden. Das buddel ich jetzt aber nicht wie alles wieder zu hier, was ich jetzt aufgeschachtet habe. Also das ist mir zu blöd. So, gucken wir mal hier, ob wir hier vielleicht was finden. Aber auch hier nicht. So. Dann schauen wir nochmal. Und nochmal ein bisschen Eisen so drin. Das gefällt mir auch nicht schlecht. Da oben sehe ich gerade noch ein bisschen Redstone, den ich übersehen habe. Ich hatte auch... Also ich werde auf jeden Fall demnächst Mods reinfügen hier. Wird wahrscheinlich eine Woche dauern oder so, bis die ganzen Mods wieder da sind. Das heißt, ich werde das also auch nicht mit einem Schlag einfügen. Hab dann geschaut, ob vielleicht noch ein Chest-Mod momentan offen ist, aber es gibt zwar Chest-Mods, aber die sind nicht für 1.8, also da werde ich noch eine Woche warten müssen. Also wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, dann ist die Woche rum. So, weil ich momentan noch ungefähr so 6-7 Folgen... wo kommst du denn rein? Okay. Hier machen wir ja noch eine Fackel hin. Einfach nur, um auf Nummer Sichero zu gehen. Sichero. Numbär Sichero. Hier machen wir das wieder zu. Weil soll ja gut aussehen. So, klack, klack. Und dann geht's hier nach oben. Und hier würde ich auch gerne mal noch was reinziehen. Weil das genau vor der Haustür ist. Das sollte schon... Hier wurde man ja gerade von der Spinne überrascht. Deswegen habe ich hier nicht weitergemacht. Oh, Elfenlied, geil. Hier sehe ich... Ah, da hinten. Der wird gleich hochkommen. Da oben... Ach, guck mal, was ich da oben sehe. Ja, ja. So, leuchtet mir den ganzen Spaß immer aus. Damit hier nicht jeder zweitbeliebige Zombie auf die Idee kommt zu spawnen. So. Und dann auch hier wieder alles fein mitnehmen. So. Also, Momentan das Thema ist ja auch immer noch hier. Unten und jetzt habe ich den Namen vergessen. Was ist denn heute los, Alter? Ich glaube heute nur sinnlosen Mist. Oh, ey. Ich gebe es am besten auf und sage heute gar nichts mehr. Ich hätte einfach nur so Musik. Ich werde die Musik jetzt auf 100% stellen, werde einfach ruhig sein und werde gar nichts mehr sagen. Dann ist es, glaube ich, das Beste heute. Also heute ist wirklich irgendwie der Wurm drin bei mir. So, warte mal hier. Dann da und dann hier. Ich hätte aber... Bau das Eisen ruhig zu. Warum nicht? Brauchst du nicht. Pff. Da ich mir aber nicht sicher bin, ob wir da hoch... Ach doch, klar, kommen wir da hoch. Wir haben ja noch die Leiter. Ich wollte gerade sagen, baue ich mir eine Treppe da hoch, aber... Pff. So. Das sind eigentlich vollkommen sinnlose Wände. Das sieht zu groß aus, immer diese Dungeons, aber in Wirklichkeit sind die gar nicht groß, sondern die Wände erscheinen bloß riesengroß. Also Spinnerung ist unwichtiger.
Hier kann ich mir echt eine geile Treppe nach oben bauen. Moment.